Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird Ihnen präsentiert von Coca-Cola. Spielstartschuss für Katar und Schweden bei dieser Weltmeisterschaft. Der Start und die Choreo. Grafie dabei auch noch. Sie hören noch die Einlaufmusik, dann aber schalten wir das Ganze mal ab und widmen uns dieser Partie, die sehr, sehr schnell den Höhepunkt erreicht. Da ist schon der erste Angriff dann aber geklärt. In der nächsten Szene, da war es kein Abseits. Schauen wir hier mal drauf und dann dieser Angriff, aber auch da zu wenig drin. Die nächste Chance und dann ist es passiert. Führung für Katar. Und direkt der nächste Angriff. Und der war dann auch richtig gut, aber unterm Strich zu ungefährlich. Die nachfolgende Ecke geht nicht ins Tor, aber es war ein schöner Versuch. Dann allerdings in der nächsten Szene mal ein bisschen mehr zu sehen. Von Katar, von Schweden noch gar nichts. Dann gibt es hier einen Freistoß und das völlig zu Recht. Und dann noch eine gelbe Karte für Lustig. So, da musste der Schiedsrichter noch mal kurz variieren. Die Mauer, die hatte sich da ein paar Mal bewegt. Da gab es noch eine gelbe Karte oben drauf. Und dann widmen wir uns auch diesem Freistoß. Der kam richtig gut, aber ging knapp vorbei. Gehen wir in die nächste Szene. Hier noch mal die Wiederholung. Das war richtig gut, der nächste Angriff. Gefährlich, es geht wieder zur Ecke, die brachte nichts ein und dann hier das nächste Tor. Sehr, sehr schön gemacht, dann in der nächsten Szene war wieder so ein typischer Katar-Angriff. Die waren richtig fit, die wollten die Vorrunde auf jeden Fall ordentlich abschließen, das sieht man auch einfach. Dann haben wir hier diese Szene und der Ball wäre fast noch reingegangen, dann allerdings sicher geklärt. Und dann gibt es hier noch das nächste Tor. Das sehen Sie hier nochmal wunderbar gemacht. Katar gewinnt also am Ende mit 3:0. Ein wunderbares Tor macht dann heute den Unterschied. Katar gewinnt am Ende 3:0. Das ist die abschließende Chance in dieser Partie. Und dann der Abpfiff. Katar gewinnt mit 3:0.